Aufbruch in die Moderne, den die Sezessionisten vor Augen hatten, verbindet sich auch mit der Idee vom Aufbruch in der Natur, und zwar mit dem Frühling. Nicht umsonst heißt die Zeitschrift der Wiener Sezession Ver Sacrum, also heiliger Frühling. Und dieses Frühlingserwachen, das lässt sich in ganz vielen Bildern dieser Zeit auch wirklich im übertragenen Sinne feststellen. Es ist so ein Drang nach vorne, ein Aufleben einer modernen Kunst. Und es gibt natürlich gerade im Bereich symbolistischer Werke auch eine Verbildlichung dieser Stimmung. Und da sehen wir etwa die goldene Insel von Kolbe vor uns. Wir haben Werke von Künstlern, die eigentlich mit ganz anderen Themen uns bekannt sind, etwa Bernatzik, der hier mit der blauen Flamme so ein mystisches Bild entwirft. Aber auch Julie Wolfthorn zum Beispiel zeigt uns so ein Pan in einem satten Grün, und man merkt, hier ist Aufbruch dahinter, da wollte man irgendwo hin. Und die Natur wird also im übertragenen Sinne als Stimmungsträger für den gemeinschaftlichen Aufbruch hin zu einer modernen Kunst begriffen. Thank you.